Was ich am Tag esse für gesunde und strahlende Haut. Ich starte den Morgen schon seit Monaten mit einem grünen Saft aus Gurken und Sellerie. Er versorgt mich mit Feuchtigkeit, Vitaminen und Mineralien und unterstützt den Körper bei der morgendlichen Entgiftungsphase. Dieser Saft lädt den Körper mit Elektrolyten auf und gibt grüne, lebendige Energie für den ganzen Tag. Regelmäßig getrunken sorgt er für cleane, strahlende Haut. Für die Saftzubereitung verwende ich meinen Lieblings-Slow-Juicer von Hurom H320N. Es macht richtig Spaß, damit zu entsaften und die Ausbeute ist maximal. Den Rabattcode sowie den Link findest du unter dem Video. Wenn du wie ich nicht so gerne Wasser trinkst, hydriert der 1 Liter des Saftes richtig gut. Zum Frühstück liebe ich im Sommer Wassermelone. Ich esse am liebsten die Wassermelone mit Kernen als Monomahlzeit, als erstes nach dem grünen Saft. So kann die Verdauung optimal funktionieren. Dank ihres Gehalts an Beta-Carotin trägt die Wassermelone dazu bei, die Haut elastisch zu halten. Ihr Vitamin-C-Gehalt sorgt für die Produktion von Kollagen, das für eine gesunde Haut sehr wichtig ist. Diese Wassermelone war riesig und ich habe ca. ein Sechstel davon gegessen. Ich zähle keine Kalorien und esse so viel, bis ich richtig satt bin. Diese Wassermelone war so lecker und erfrischend. Nach diesem wunderbaren Tagesstart habe ich viel Energie gehabt und kreativ an meinen Projekten gearbeitet. Als Snack gab es saftige Mentholdatteln zur besseren Gehirnleistung. Mentholdatteln sind meine liebste gesunde Süßigkeit. Zum Mittag vor dem Training hatte ich Protein-Eiscreme aus gefrorenen Bananen, rohveganem Proteinpulver und rohen Kakaonips. Welches rohvegane Proteinpulver ich nutze, sowie den Discount-Code, findest du unter dem Video. Am Nachmittag bin ich zum CrossFit-Workout gegangen. Er war sehr intensiv und hat viele Muskeln beansprucht. CrossFit vereint Muskelkraft, Ausdauer und Mobilität. Ich habe auch ordentlich geschwitzt, was für die Entgiftung der Haut wichtig ist. Am Abend brauchte ich etwas Deftiges und habe mir rohveganen Coleslaw gemacht. Aus Weiß- und Rotkohl, Karotten und Zwiebel mit einer leckeren Soße. Was ich an diesem Coleslaw-Rezept liebe, ist, dass es mit wenigen heimischen Zutaten hergestellt wird. Der Schwerpunkt liegt dabei insbesondere auf dem Kohl. Und dennoch gelingt es diesem Rezept großartigen Geschmack und eine Vielzahl von gesundheitlichen Vorteilen in sich zu vereinen. Ich habe eine große Portion von Coleslaw gegessen und war total gesättigt. Rohveganes Abendessen lässt mich satt, genährt und dabei sehr leicht fühlen, sodass ich keinen Heißhunger mehr habe. Alle Rezepte aus diesem Video findest du in meinem neuesten E-Book mit einfachen, gesunden, rohveganen Rezepten mit maximal 5 Zutaten. Link unter dem Video.